Mann, 75 Meilen. Kriegt der wohl nicht so ganz hin. Ich kann rüberziehen. Wir wollen natürlich gediegen auf der richtigen Fahrbahn sein, natürlich. Ne? Ist ja klar. Wäre ja blöd, wenn nicht. So. Ich finde nur witzig, ich habe auf 75 eigentlich dieses Tempomädchen eingestellt und jetzt wird er nicht schneller als 74. Da ist Wasser. Zum Lenkrad, wie gesagt, das habe ich schon mehrmals auch im Stream gesagt. Ich fahre mit dem Logitech Driving Force GT. Ein Lenkrad, das leider nicht mehr produziert wird. Ich habe es aber damals im Netz auf der Seite XY bekommen. Also beziehungsweise eigentlich ersteigert, gekauft, wie ihr es auch immer nennen möchtet. Und ich muss sagen, dieses Lenkrad hier, damit lässt sich echt super gut fahren. Bei schnellen Bewegungen merkt man leider, dass da manchmal ein leichter Versatz ist. Das kommt aber ein Stückchen vom Spiel. Das ist mir schon aufgefallen. Also ich bin wirklich gespannt, wie die neuen Städte halt aussehen, die wir bekommen. Wie gesagt, die Mod ist hier für mich komplett Neuland. Kann man so, ist wirklich so halt. Ich wusste damals auch gar nicht, dass es für American Truck Simulator auch sowas gibt. Ich meine, dass RTS einen Mod-Support hat. Ja, klar. Das kommt ja vom Hause SCS Software. Sowohl Euro Truck Simulator 2 als auch American Truck Simulator sind ja beide vom gleichen Entwickler und laufen auch beide irgendwie gleich. Auch wenn American Truck Simulator ein bisschen neuerer ist und bei mir ein bisschen flüssiger läuft. Ich bin echt gespannt. Es hieß, es kommt irgendwann ein Engine-Update. Jedenfalls, und da war mir klar, dass es dazu natürlich auch einen Mod-Support gibt. Wie der sich aber jetzt genau verhält und was es für Mods hier für dieses Spiel gibt, das konnte ich halt nicht vorher wissen. Deswegen war ich dann doch ein kleines bisschen überrascht. Und ich hoffe mal irgendwann mal, dass wir irgendwann mal einen LKW-Händler finden. Weil sonst wird es irgendwann schwierig, weil wir bräuchten einen. Ich meine, klar, wenn es sein muss, hole ich mir einen Kredit. Nur ohne LKW-Händler derzeit ist das natürlich auch ein bisschen blöd. Funktioniert gut. Ich meine, ein schön eigener LKW beziehungsweise ein schöner eigener Truck wäre schon schön. Aber abwarten. Der hier vor mir ist ein bisschen langsam. Wir dürften 70 fahren da vorne. Könntest du ein bisschen schneller? Danke. Jetzt muss ich erstmal heute auf Geschwindigkeit kommen. War ja klar. Also ich, wie gesagt, der Tank wird knapp. Aber laut der Anzeige vorne, wo ich echt manchmal nochmal kurz gucken muss, sollten wir eigentlich es schaffen. Okay. Jetzt muss ich erstmal
Tempomat ist auf 70 geschaltet. 237 Meilen haben wir. Eine recht ruhige City. Wird langsam, aber sicher Nacht. Laut meinem Navi kommen wir gegen 23:30 an. An einem Montag. Also werden wir im Dunkeln ankommen mit Maschinenteilen. Okay. Dann sehen wir auch mal das Spiel im Dunkeln. Im Dunkeln ist gut munkeln. Nein. Keine Ahnung. Na, kannst, lass mich raten, na, ziehst du gleich? Ja, natürlich ziehst du wieder rüber. Die KI ist manchmal echt grandios. Das ist mir damals schon bei Promods auch in Euro Truck Simulator 2 aufgefallen. Zum einen bremsen die immer ab, wenn sie abbiegen wollen. Zum anderen wechseln sie auf im Punkt zur Autobahn echt immer sehr schnell die Spur. Deswegen. Ach ja, ich will mal ganz kurz was testen. Jo, habe ich an. Das heißt, dann dürfte ich auch die anhaben, ne? Ja, habe ich auch, klar. Okay, ich sollte die Konsole nicht anmachen beim Fahren. Übrigens, ich habe auch die Möglichkeit. Aber noch ist es auf jeden Fall nicht so dunkel, dass ich das bräuchte. Obwohl es hier gerade ganz schön still abgeht. Ist kaum was los auf meiner Autobahn, auf meiner Seite hier, meine ich. Nur irgendwie will man zwar gerade nicht schneller als 60 Meilen. Wir dürften 70, komm schon. Ah, jetzt will er wieder schneller fahren. Geht doch. Wir holen ein bisschen Zeit auf. Es ist schon bei 23.24 Uhr. 24.25 Uhr. Der hüppelt da noch ein bisschen rum. Die Frage ist ja an sich. Nee. Müsste schon so klappen. Vergiss das. Ich habe mich gerade selber was gefragt und irgendwie die Frage laut gestellt. Was gar nicht von mir so gewollt war. Ist draußen da was? Ja, draußen ist irgendjemand, der komische Geräusche macht. Ich weiß nie, ob ihr das eigentlich auch hört, deswegen. Oder hat mein Greenscreen so einen ganz leichten Grünstich drin irgendwie? Finde ich auch interessant. Oder ich gucke schlecht, das weiß ich nicht. Aber eigentlich sieht das so aus. Na, da vorne kriecht sich schön. Ich fahre 70 und ich komme euch immer näher ran und ich möchte keine Zeit verlieren. Ich meine, ich habe es jetzt schon seit beim ersten Mal hier drauf gucken schon 10 Minuten plus gemacht. Und wann muss ich die Lieferung vorbeibringen? Erst Dienstag? Wow. Dann bin ich ja eindeutigst zu früh. Viel zu früh. Da sollte ich dann aber nochmal das abchecken. Was habe ich denn für eine. Keine Kurznachricht von. Komisch, da oben habe ich das Postsymbol.
bestimmt nur so die Meldung von wegen hier, wenn sie Kredit brauchen für ihre Firma oder so, oder ach, keine Ahnung. Können wir ja uns gleich angucken. Fahren wir jetzt neben dem Highway oder was machen wir jetzt? Ich zieh mal rüber, ja? Du fuhrst nun jetzt ein bisschen zu langsam. Ich hab nicht mehr sehr viel im Tank. Und die fahren wir hier eindeutig zu langsam gerade. Warum halt auch immer. Können wir jetzt mal ein bisschen wieder ranziehen an die Geschwindigkeit? Wäre echt mal schön. Blend! Gut, dass es dafür echt keine Strafe gibt. Soweit ich weiß, gibt es auch echt Strafe, wenn ich im Dunkeln ohne Licht fahren würde. Aber das wäre für mich auch ein bisschen zu dunkel. Weil ich halt genau von da angeblendet werde. Wenn ich sogar mit der... Ich gucke direkt drauf und ihr seht es gespiegelt in meiner Brille, die ich übrigens mal putzen müsste. Also ich komme echt teils auf den letzten Tropfen da an. Aber normalerweise sind diese Schnellaufträge eigentlich immer darauf angepasst, dass der Tank dafür auch ausreicht. Also normalerweise. Aber wir werden das ja sehen. Also der hier... Ja, und sollten wir, ich hoffe, wir finden auch dann direkt einen LKW-Händler, einen Truck-Händler, damit wir uns direkt auch mal einen Truck leisten können. Ich will halt nicht zu urlang auf diese Schnellaufträge hier fahren. Ich will halt auch mal irgendwann meinen eigenen haben. Also hofft mit mir, Leute! Und wir finden jetzt gleich in... Ich hab's vergessen. Weil das da... direkt... LKW. Ein Truckhändler. Jedenfalls hoffe ich es. Und ne, wir müssen safe einen Kredit aufnehmen. Na komm. Ich sag ja, du kannst 70 hier eigentlich fahren. Und die fahren teils selber unter 70. Na, aber wir sind bald am Ziel. Und das ist schön. Im tiefsten Dunkel. Also wirklich erkennen tue ich mit dem Monitor hier nichts. Wenn ich jetzt hier rüber gucke, aufs OBS-Fenster, geht die Helligkeit sogar noch. Ich meine, ich könnte auch die Rollos runtermachen, dann wird es ein bisschen dunkler hier drin sein. Aber nein, machen wir nicht. Somit werde ich auch ein bisschen beschissen ausgekiet. Glaube. Oder so. Ich weiß es aber gerade nicht.
Ist aber schon echt sehr ungewohnt, ne? Wenn ich jetzt überlege. Ich fahre gerade diesen Simulator wirklich ohne Musik. Ohne Musik. Ich habe Zeit verloren. Wie habe ich denn das hingekriegt? Waldostal. Waldostal ist, glaube ich, ja, natürlich. Ist unsere Endhaltestelle, klar. Endhaltestelle. Also unser Ablieferort für Maschinenteile von insgesamt 8 Tonnen. Da war die Milch sogar schwerer. Kann man ja mal machen, uns ein weniger geben hier. Kriege ich dann jetzt auch so einen Händler ins Gesicht geworfen oder dürfen wir jetzt gleich nochmal auf so einen Schnellauftrag zurückgreifen? Wir wollen nicht runterrollen. Na, da wird's grün. Na, nach rechts. Also, gucken wir mal kurz hier rüber. Ja gut, mal abwarten, wie es noch wird. Gebe mir jemand bitte einen LKW-Händler, das wäre schön. Live here, eat free. In manchen Bereichen weiß ich, dass in der USA wohl nach Dingens abbiegen. Moment, warte, bevor ich nach da, ja. Ohne Ampel erlaubt ist. Scheint hier aber gerade nicht zu sein. So. Aber noch hat er mir nicht gesagt, dass wir einen Händler gefunden haben, ne? Ich kann ja gleich mal gucken, was im Menü ist. Aber noch. Das sind wir natürlich auch nicht am Ziel. Nein! Oh. Fuck, das war knapp. Das hätte uns gerade ein Bußgeld beschert. Ich habe einfach nicht realisiert, dass. Ja, dass da rot war. So, hier müsste jetzt gleich irgendwo. Da, Bitumen. Das heißt, wir müssten hier jetzt gleich irgendwo rein, ne? Ja. So, was hätten wir denn für Möglichkeiten? Das, was wir natürlich nicht machen, und das. Wir könnten auch direkt das machen, aber nein, wir machen. Warte mal. Wenn ich jetzt aus Jux und das mache. Haha. Okay. Zack. P1.
jetzt Schaden dadurch gekriegt, weil ich kurz da angedetzt bin. Ich hoffe wohl, hoffe ja nicht. Wir haben immer noch keine Meldung bezüglich eines Händlers gekriegt. Wir haben ausgezeichnet. Kriegen wir auch wieder ein Level up? Nee, es ist diesmal weniger EP. Oh, doch, kriegen wir. Super! Wir wollen natürlich noch mal sitzen, auch einen weiteren Punkt in die Fernfahrten. So, was haben wir denn hier? Zack, zack. Wir haben doch ernsthaft einen LKW-Händler? Wäre cool, wenn das Spiel jetzt nicht gerade laggen würde. Hier. In Memphis. Besucher ausgewählten Händler, ja. Gut, wir... Ach, stopp, zurück. Verlassen. Wir können uns noch keinen holen. Bank. Wir können noch keinen 400.000... machen wir den hier. Gut, dann haben wir jetzt 116.000. In Memphis ist unsere Dingens. Yes. So. Der Listenpreis ist krank. Wir hätten nur ernsthaft zwei Trucks zur Auswahl. Wir hätten einmal ihn hier. Das ist der Kenworth W900 Daycab. Oder natürlich den Kenworth T680 Duty Day Cabin. Ich würde mal sagen, wir nehmen ihn hier. Können wir denn da irgendwas... Also, wir haben natürlich noch nichts... Oh, doch, hätten wir. Aber das könnten wir uns... Doch, das könnten wir uns sogar leisten. Aber nee, das lassen wir... Warte mal, wenn ich das mache, das Getriebe lassen wir erstmal noch. Die Farbe, wir können uns kaum wirklich Lacke leisten. So. Wir wollen natürlich direkt mit meinem Namen fahren. Truck hier. So, dann haben wir erstmal etwas. Wir können uns sowieso nichts Größeres erstmal Leisure leisten. Wie sieht's denn innen aus? Können wir innen... Hier innen können wir gar nichts bis jetzt machen. Wir haben hier unten... Ach ja, es gibt ja andere Lenkräder. Stimmt. Wir nehmen... Cool. Das Ding ist einfach auf meiner Truckfarbe angepasst. Aber ich würde sagen, wir nehmen Leder. Und wir kaufen ihn. So, damit haben wir unseren ersten eigenen LKW. Und kaum wieder Geld. Und die Problematik, dass wir jetzt noch einen Kredit abzahlen dürfen. Das wird nicht einfach. Aber damit haben wir unseren ersten eigenen LKW. Ja, und so kaum Geld. Können wir denn direkt mal nach einem Auftrag suchen? So, einmal vor. Wir sind hier in Nashville. Danke. So, wir könnten direkt mal einen krassen Auftrag noch fahren. Passt das denn? Ja, passt sogar von der Zeit her. Das Problem ist, ich hoffe, ich habe hier die Möglichkeit, einfacher zu machen. Direkt ein Double zu fahren wird schwierig. Wir machen das aber. So. Das Nervigste ist ja leider, dass ich schnell in den Minus rutschen werde, weil mit dem Tank hier kommen wir locker nicht bis nach Albuquerque. Und
es wird demnächst schon die erste Kreditrate fertig sein. Und du hast einen ganz schön kleinen, feinen Tank nur, Mister. Aber gut. Dann, wenn das so ist. Wir holen uns aber jetzt erstmal unsere schöne Fracht ab, haben dann eine etwas... Ach, du hältst sogar für mich. Gut, haben dann eine richtig längere Fahrt vor uns. Das bin gespannt, ob das dann auf mehrere Parts hinausläuft. Nicht so schnell, wir dürfen nicht so schnell. Wir fahren hier ernsthaft mit 30 durch die City.